Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Boom Beach. Habe jetzt meine ganzen Schützentürme auf Level 7 gebracht, hat ein Weilchen gedauert, aber nun ist es soweit. ja. Hier ist nochmal ein kleines Extra von dem Update dazu gekommen. Das sind so, ja, wie soll ich sagen, so mehrere Aufgaben, wo man zusammen halt angehen kann. Man hat so und so viele Angriffe anscheinend, also jeder kann einmal angreifen. Es sind schwerere Basen, deswegen habe ich jetzt hier auch nur, wie heißen diese Soldaten? Sukas dabei. Und ja. Dann holen wir uns gerade noch hier unsere SP-Belohnung ab. Holz brauchen wir nicht, dann holen wir uns ein Lebensfragment und können uns gleich das nächste, glaube ich, holen. Okay, nein, doch nicht. Da fehlt uns noch ein bisschen. Aber egal, dann machen wir mal weiter. Ja, so. Dann schauen wir jetzt mal auf unserer Karte, wen wir angreifen können, ob uns noch alle Ressourcenbasen gehören. Davor sammle ich gerade noch diese Truhen ein. Müssten auch alle uns gehören. Heimatbasis geplündert. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Vor 28 Minuten. Mal schauen, wie gut unsere Base ist. Ah, genau. Geht er am Anfang immer auf die Minenwerfer. Oder Mörser. Und ja, ich habe mich jetzt hier vorne auf die Götzen von den Lebensfragmenten spezialisiert, weil ich einfach auf die Ressourcen gehen will und nicht so oft angreife. Also ich bin dann eher ein Farmer als einer, der auf Pokalen geht. Und ja. Ist eigentlich eine ziemlich starke Armee, die er dabei hat. Hat auch schon 4 Boote. Kommt auf jeden Fall ziemlich weit. Ich glaube, das war auch schon ein stärkerer Spieler, der ja schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als ich. Das sieht man nämlich hier ganz schön, wie er vorgeht. Okay, hier wird es ein bisschen knapp. Ah, genau deswegen hat er gewonnen. Hätte man vielleicht noch ein bisschen anders hinstellen müssen, weil das ist schon ein bisschen unnötig, dass hier hinten 2 Schützentürme stehen. Und ja, jetzt hat er einfach so lange draufgeschossen, bis das Rathaus zerstört war. Müssen wir uns jetzt nicht angucken, aber so wird es dann wohl gewesen sein. Wie viel hat er uns denn geklaut? Er hat uns, wow, war ich mal zu wenig, 84.000 Gold. da wir mit unseren Sukas jetzt eh nicht weit kommen, weil die nicht viel Leben haben, brauchen wir auch erst gar nicht anzugreifen. Weil die sind ja schon noch einen Mörserschlag schon zerstört. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal zurück auf unsere Base. Ich habe jetzt mittlerweile wieder alles aufgerüstet, was hier geht. Und ja. 5.900 brauchen wir dafür. Dann würde ich sagen, rüsten wir doch einfach unser Maschinengewehr wieder weiter auf. Ach, da fehlt uns auch schon mittlerweile der Stein. Für das Landungsboot nicht. Das will ich aber jetzt auch gerade nicht updaten. Dann machen wir einfach den Mörser auch noch auf Level 4. Und hier. Mehr gibt es eigentlich hier nicht. Hier ist der Clan-Chat. Global-Chat gibt es, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Dasselbe wie es bei, wie es jetzt hier bei, wie soll ich sagen, wie bei Clash of Clans gibt, ist hier die Clan-Kürzel, also Einsatzkommando-Kürzel, da ist der Clan-Tag. Gibt es jetzt auch wie bei Clash of Clans. Und ja.
Was auch neu ist, es kann auch regnen. Jetzt auf der Heimatkarte. Sieht auch ziemlich cool aus. Dann ist alles ein bisschen dunkler. Und ja. Wundert mich eigentlich, dass hier noch kein so richtiges Halloween-Update rausgekommen ist mit so Kürbissen und den ganzen. Hat mich schon ein bisschen gewundert. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen da oder abonniert mich, wenn ihr das noch nicht habt. Und ja, dann haut rein, Leute.